Hallo Julia. Hi, so wie geht's? Gut, dir? Ja, gut. Grüezi. Hoi. Hässig. Nein, hoi. Hässig. Okay, sag mal, machen wir mal. Wenn ich die Frage, welche Superkraft hättest du gerne, dann kannst du nicht einfach nur sagen, ja, fliegen, sondern du musst dann sagen. Ich kann sagen, was ich will. Hallo Schweizer Rundfunk. Hallo Frauenfeld. Grüezi, salü. Meine Superkraft wäre, dass ich jeder Mensch sein kann, der ich will. Ja. Und ich war immer in Zürich in der Kunstuniversität, habe dort ganz nur gechillt. Oben am 7. Stock, da gibt es einen Typen, ohne Spaß. Er hat, da gibt es so Leute, die malen natürlich. Die haben ihren eigenen Platz zu malen. Und er hat das alles weggelassen und hat sich eine eigene Bar hingebaut mit Kühlschrank und verkauft dort seine Drinks und alle Leute kommen dahin. Bester Typ. Ja, sorry. Was langweilt dich? Mich langweilt eigentlich gar nichts. Ich finde allem, also jeder Mensch, der was tut, das finde ich gut. Und auch wenn jemand nichts tut, das finde ich auch gut. Und es ist auch gut, mal nichts zu tun. Deswegen langweilt mich gar nichts eigentlich. Ich schätze sehr bei anderen Menschen, wenn ich denen vertrauen kann, wenn ich denen sagen kann, so, hey, Bro. Mir geht's nicht so gut. Und dann kommen die zu mir und umarmen mich und sagen so, hey Bro, ich verstehe, dass das nicht gut geht. Mann, es wird alles besser. Also sowas schätze ich am meisten. Und jeder soll das machen, was er will. Und wenn mir das nicht gefällt, was er macht, dann ist es mir eigentlich, ich sag so, ich denke mir dann so, wow. Wow, ist mir egal. Dann sage ich dann einfach nur, Bro, so, hey, also wenn du willst, ich kann dir was ein bisschen helfen, wenn nicht, dann nicht. Weißt du, was ich meine? Also ja, sowas halt. Aber sagst du, muss ich jetzt was sagen? Das schönste Kompliment, was ich je bekommen habe, ist, ich liebe, wie dein Achselschweiß riecht. Love is the feeling that you feel, What you feel, what you never felt before, when you felt it. Welches ist das schönste Kompliment, was du jemals gegeben hast? Hey, du schaust geil aus. Schönste Kompliment, was ich jemals gesagt habe, ist, hey, du schaust geil aus, Alter. Wie ernst nimmst du uns auf einer Skala von 1 bis 10? Okay, Wie ernst ich euch nehme, um auf die Frage von dir jetzt momentan zurückzukommen. Also man muss hier vorstellen, wenn das jemand sieht, da stehen hier drei Leute, zwei davon halten Kameras auf mich und einer hat so ein Leopardenmuster und eine Kappe, was ich cool finde, aber ich nehme euch, obwohl ich den Schweizer Rundfunkmikrofon in meiner Hand halte, nicht sehr ernst. Ich würde gerne die Fähigkeit haben, Menschen zurückzuholen, die von uns gegangen sind. Und dann gehst du zu denen und sagst so, hey, also du gehst in den Himmel und sagst, hey,